Für Nachwuchsmusiker ist es seit Jahrhunderten Pflicht, auf die Altvorderen zu hören. Man lernt von denen, die es können. Das ist Juan García Herreros, einer der weltbesten Bassisten. Letztes Jahr ist er für einen Grammy nominiert gewesen. Und das ist Julian Eggenhofer, vielversprechendes Talent, das sich das Wissen des Meisters sozusagen zu Nutzen macht. Der professionelle Unterricht bringt dich weiter, weil du irgendwo weißt, was du tust. Als Autodidakt kannst du vielleicht viele Dinge umsetzen und das auch gut, aber du weißt eigentlich nicht wirklich, was du dabei tust. Hast du im Grunde keine Ahnung. Im Jam Music Lab im Gasometer treffen sich die, die es geschafft haben und die, die es schaffen wollen. Unterricht, quasi am Objekt. Und der Meister hat ja auch ein Sendungsbewusstsein. Diese wunderbare Tradition von Musik, diese Heritage, das lernt man nur von dem Meister. Und ich habe es auch von Meister gelernt. Also man sollte die Information immer weitergeben, das ist Pflicht. Und es ist des Meisters Pflicht, eventuell vorhandene persönliche geheime Tricks nicht zu verschweigen. Das ist nicht Musik, das ist dann Konkurrenz. Und Musik ist nicht Konkurrenz, Musik sollte nur ein großer Feier sein von dem menschlichen Geist. Es geht natürlich auch darum, seitens junger Musiker das Wissen anzunehmen. Die Band von Julian Eggenhofer, Double Schö, macht das, denn die Ziele sind hochgesteckt. Ich denke mal, im realistischen Sinne ist Unterricht immer eine wichtige Rolle dabei. Aber der Plan ist auf jeden Fall, in 10 Jahren sagen wir mal, davon leben zu können und erfolgreich zu sein natürlich auch im weiteren Sinne. Ja, und dann kommt vielleicht auch die Grammy-Nominierung.